Die EU steht vor der Tür. Europawahl. 500 Millionen EU-Bürger aus 28 Mitgliedstaaten, ja, auch die Briten, sind wahlberechtigt. Und sie wählen das Europäische Parlament. Die einzig direkt gewählte überstaatliche Versammlung der Welt. Klingt wichtig? Ist es auch. Du hast trotzdem keine Ahnung, wie das funktioniert? Auch das ist richtig. Denn ich weiß, was du letzte Woche gegoogelt hast. Fünf Dinge, die du zur Europawahl wissen willst. Jetzt! Die fünf meistgesuchten Fragen rund um die Europawahl. Frage Nummer 1. Europawahl, wie wird gewählt? Prinzipiell allgemein, frei, direkt und geheim. Du hast exakt eine Stimme und machst daher auch nur ein Kreuz auf dem Stimmzettel. In Deutschland treten 40 Parteien bzw. politische Vereinigungen an. Insgesamt gibt es 1380 Kandidaten, 479 davon sind Frauen. Im EU-Parlament werden nach der Wahl 751 Abgeordnete sitzen. Deutschland hat als Mitgliedstaat mit der größten Bevölkerung auch am meisten Abgeordnete. 96. Während du hier wählen gehen darfst, gibt es auch EU-Mitgliedstaaten, in denen du wählen musst. Belgien, Bulgarien, Luxemburg, Zypern und Griechenland. Frage 2. Europawahl wann? Am 26. Mai, zumindest bei uns in Deutschland. Die gesamte Wahlspanne, in der gewählt wird, erstreckt sich allerdings vom 23. bis zum 26. Mai, damit eben die Wahltraditionen der einzelnen Länder berücksichtigt werden können. Die Niederlande und Großbritannien wählt traditionellerweise immer donnerstags. Bei uns und den meisten anderen Staaten ist Sonn- und Feiertag der Wahltag. Frage 3. Was ist die Europäische Union? Ein Buch mit 7 Siegeln. Sagt zumindest eine aktuelle Umfrage. 49% stimmen der Aussage eher zu, ich blicke nicht durch, wie die EU in Brüssel so funktioniert. Ist ja auch tricky, wenn alle immer nur von der EU sprechen. Hier also mal die Basics. Basics, reinkommen, danke, bis später. Kein Problem, ich mach dann mal. Also. Die Europäische Union ist eine wirtschaftliche und politische Vereinigung. Das fing an nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man sich dachte, wenn die Länder einfacher miteinander Handel treiben können, dann führen sie vielleicht auch weniger Krieg? Am Anfang waren das 6 Länder, inzwischen sind es 28 europäische Länder, die zusammen einen großen Teil des europäischen Kontinents ausmachen. Das Europäische Parlament, das du bei der Europawahl wählst, vertritt dabei uns Bürger und hat 3 Kernkompetenzen. Es wirkt an Gesetzen mit, es überwacht den EU-Haushalt und es überwacht die EU-Kommission. In der EU gibt es verschiedene Organe, wie man das nennt. Dazu zählen unter anderem Zentralbank, der Europäische Gerichtshof und eben auch die schon erwähnte EU-Kommission. Die EU-Kommission ist quasi die Regierung der EU. Dort gibt es einen Kommissar pro Mitgliedstaat. Diese Kommissare werden vom Europäischen Rat ernannt. Der besteht tatsächlich aus den Regierungschefs der einzelnen Länder. Den Europäischen Rat darfst du aber nicht verwechseln mit dem Rat der Europäischen Union. Der wird salopp auch einfach nur Ministerrat genannt. Im Rat kommen Minister aus allen EU-Ländern zusammen. Die EU-Kommission hat auch einen Präsidenten, der ist praktisch der EU-Regierungschef. Der wird vom Parlament gewählt und traditionell stellt die stärkste Fraktion den EU-Kommissionspräsidenten. So, Basics sind durch. Dankeschön, tschüss. Frage 4. Europäische Union, warum 12 Sterne? Ja, die Flagge der Europäischen Union zeigt einen Kreis aus 12 Sternen auf blauem Grund. Dieser Sternenkreis steht für Einheit und für die Werte Solidarität und Harmonie. Die Zahl 12 hat dabei nichts mit den Mitgliedsländern zu tun. Also anders als die Flagge der USA, bei der ja jeder Bundesstaat einen eigenen Stern auf der Flagge hat und deshalb über die Zeit immer wieder welche dazugekommen sind. Die Höchstpunktzahl beim ESC? 12 Punkte. Die 12 Jünger Jesu aus der Bibel. Die 12 halbe Bier vom Samstag. Die 12 steht einfach für Vollkommenheit. Dass es auch 12 Mitgliedsländer gab, als die EU die Flagge eingeführt hat als Symbol? Reiner Zufall. Frage 5. EU, wie viele Länder? 28. Und zwar in der Reihenfolge ihres EU-Beitritts. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Irland, Großbritannien, Griechenland, Portugal, Spanien, Österreich, Finnland, Schweden, Zypern, Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien. 19 Länder davon haben den Euro. Und insgesamt gibt es in der EU 24 Amtssprachen. Und das sind Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch. Parlamentsdebatten und wichtige Dokumente in der EU müssen dann auch in alle 24 Sprachen übersetzt werden, damit jeder EU-Bürger in seiner Muttersprache am politischen Prozess teilnehmen kann. Alles, was du sonst noch zur Europawahl wissen musst, findest du hier oben. Denn da kommt der Link rein. Gleich. Ha! Da ist er. Und jetzt in allen 24 Amtssprachen der EU.
Blagodaria. Tak, danke. Thank you. Aite. Kitos. Merci. Efaristo. Goraib maizagat. Grazie. Chwala. Paldies. Aciu. Grazie. Thank you well. Dziękuję. Obrigado. Molto mesk. Tak. Dziakujem. Chwala. Gracias. Dziękuję. Köszönöm.